Manchmal komme ich nach Hause und denke mir, heute reguliert sich der Markt von alleine. Doch dann muss ich erst aufs Klo. Reden wir heute über die schlimmste Partei im Bundestag, vielleicht sogar die schlimmste aller Parteien. Die hier. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Was? Nein, falsch. Ich meine die hier. So wie es ist, darf es nicht bleiben. Zu viel ist liegen geblieben, zu viel verschoben. Unser Land spielt nicht mehr vorne mit. Du musst etwas tun. Reden wir heute über eine Partei, deren libertärer Ansatz eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass die Starken die Schwachen fressen sollten, denen ihr kompletter Außenauftritt aus einem besonders schönen Mann besteht und die Opposition von der Regierungsbank aus betreibt. Ungeimpfte sind nicht schuld daran, dass sich andere Menschen infizieren. Wir hatten keine Überlastung des Gesundheitssystems und werden voraussichtlich auch keine bekommen. Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht mit einem nur bedingt zugelassenen Impfstoff ist verfassungsrechtlich ohnehin ein Problem. Impfungen dienen dem Selbstschutz und nicht dem Fremdschutz. Die Freie Demokratische Partei wurde 1948 gegründet und hat Stand 2021 77.000 Mitglieder. Das Durchschnittsalter liegt bei 48 Jahren und letztes Jahr wurde die Partei mit 15,6 Millionen Euro aus Steuergeldern bezuschusst. Zudem erhielt die FDP 2021 4,4 Millionen Euro aus Großspenden, also Spenden über 50.000 Euro. Das sind, wenn man das auf ihre Mitglieder runterrechnet, 57 Euro pro Kopf und Nase, die in der Partei aktiv ist. Zum Vergleich, die Grünen erhielten pro Kopf 28 Euro, die CDU-CSU 6,50 Euro, die Partei gut 5 Euro und die SPD pro Nase und Kopf, die bei ihr engagiert ist, 60 Cent. Zu den Großspendern der FDP gehören zum Beispiel der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie, die Luton Verwaltungs GmbH von Lars Windhorst, gegen den aktuell ermittelt wird, wegen vermeintlicher illegaler Bankgeschäfte, der Autoverleiher Sixt oder auch Carsten Maschmeyer. Warum ist eigentlich immer Carsten Maschmeyer involviert, wenn es um solche eher schleimigen Themen geht? Komisch, oder? Stimmt ein Zufall. Eine Sache muss man aber auf jeden Fall feststellen. Keine Partei in Deutschland kriegt so viele Großspenden von Millionären, Milliardären und Konzernen wie die FDP. Und das, obwohl die FDP mitgliedermäßig nicht viel größer ist als die Satirepartei Die Partei und nur ungefähr doppelt so viele Mitglieder hat wie die AfD. Sicherlich hat die Beliebtheit der FDP auch etwas mit der Geschichte zu tun, denn die FDP ist schon sehr, sehr lange tief involviert in den Geschicken der Bundesrepublik. Von den 79 Jahren, in denen es inzwischen seit eine parteidemokratische Demokratie gibt in Deutschland, war die FDP 36 Jahre lang in den Regierungen involviert. Das sind 49% der kompletten Existenz der Bundesrepublik Deutschland. In der Zeit hat die FDP immer mitregiert. 49%. In diesen 49% aller demokratischen Jahre in Deutschland war die FDP immer das Sprachrohr des Marktes und setzte sich für Liberalität des Marktes ein und vor allem auch für Deregulierung. Das große Motto der FDP war immer: Der Markt reguliert sich selbst. Jedoch war sich die FDP in ihrer Vergangenheit dennoch nicht zu schade, ihrem guten Freund im Markt ab und zu auch was Gutes zu tun. So beschloss 2010 das Wachstumsbeschleunigungsgesetz in Kraft, was viele von uns besser kennen als das Mövenpick-Gesetz. Das hatte nämlich einen der Kernpunkte, dass Hoteliers in Deutschland von der Mehrwertsteuer von 19% befreit wurden und nur noch 7% ableisten mussten. Zudem sorgte das Gesetz dafür, dass vor allem das Erben von Reichtum viel, viel günstiger wurde in Deutschland, was natürlich die Leute freute, die viel Geld zu erben hatten. Und die größten Reichtümer und die größten Vermögen in Deutschland sind inzwischen seit Erbvermögen. Das sind also keine Vermögen, die von eigener Kraft aufgebaut wurde, sondern die in Familien seit Generationen weiter durchgereicht werden. Und da ist es natürlich schön, wenn man sich Geld spart beim Erben, oder?
Sehr konservative Schätzungen zufolge kostete allein dieses Gesetz dem Bund 4,7 Milliarden Euro. Und nochmal die gleiche Summe kam als Kosten für die Länder und Kommunen zusammen. Schnäppchen also. Und das alles passierte mitten in den schlimmsten Auswirkungen der damals grassierenden Weltwirtschaftskrise, sodass sogar der damalige Bundespräsident Horst Köhler, der immerhin der Weltbank vorgestanden hatte davor, die FDP und auch die Regierung dafür kritisierte, dass sie einer Ideologie folge, dass es immer weiter unbegrenztes Wachstum geben könne und der Staat da als Wachstumsmotor agieren könnte. Und für die Opposition war eh von Anfang an klar, da werden jetzt nur Geschenke für ein superreiches Klientel verteilt. Das Gesetz, das Mövenpick-Gesetz, war auf jeden Fall sowas wie der Endpunkt der damaligen FDP, denn auch viele Wählerinnen und Wähler sahen es so ein bisschen als der letzte große Beweis an, dass die FDP eben Klientelpolitik betreibt, und zwar nur für die Reichen und die Superreichen. Und dann kam das Wahljahr 2013. Als um 18 Uhr die ersten Ergebnisse verkündet werden, betretenes Schweigen im Raum. Der unfreiwillige Auszug aus dem Bundestag, ein Schock für viele FDP-Anhänger. Mir ist richtig schlecht. Und die Medien für mich nicht ganz so unschuldig. Die FDP kommt auf 4,5. Man muss aber fairnesshalber sagen, der FDP gelang der sofortige Wiederaufstieg, wie auch Schalke 04 an dieser Stelle. Also herzlichen Glückwunsch also an Schalke. 2017 schaffte es die FDP außerhalb des Bundestages direkt wieder hinein und schaffte sogar ein grandios gutes Ergebnis mit 10,7% aller Wählerstimmen. Und das ohne, dass sie vorher eben eine Periode im Bundestag vertreten waren. Dabei half der FDP eine gewaltige Personality-Kampagne rund um den dann jetzt aktiven Parteichef Christian Lindner. Da ging es gar nicht um Inhalte, da ging es vor allem um Christian Lindner und was für ein schöner Mann er ist, wenn man ihn in Schwarz-Weiß darstellt. Und die Kampagne war so erfolgreich, dass selbst Alexander Graf von Lambsdorff, der ebenfalls 2017 vom Europaparlament in den Bundestag wechselte, nichts daran ändern konnte, dass die FDP wieder einzog, obwohl er sich sehr bemüht hat. Wie hier in diesem Interview, wo er alleinerziehenden Müttern empfiehlt, sich doch ein Haus zu kaufen als Investitionsgrundlage. Ja, gerade bei den Steuern haben wir schon ein paar ganz gute Vorschläge. Also wer einsteigen will, zum Beispiel eine Immobilie überlegt sich zu kaufen für das Alter. Da sagen wir wollen den von der Grunderwerbsteuer befreien. Wir sagen, der Spitzensteuersatz, der soll viel später greifen als bisher, weil Immobilienkauf ist, glaube ich, kein Thema für die meisten Alleinerziehenden. Na doch, es gibt schon welche, die. Es ist ja so, wenn ich eine Miete habe im Monat von, ich sag mal, 300, 400 Euro, das ist das, was ich auch abzahlen kann als Kredit. Also man sollte das schon überlegen. Deutschland ist im europäischen Vergleich ganz weit hinten dran und wir wollen Menschen ermutigen, zuversichtlich da mal sich zu überlegen, ob das eine Sache ist. Also zu dem Thema zwei Dinge. Erstens, nein. Zweitens, wo bezahlt man in Deutschland inzwischen seit bitte 200 bis 300 Euro Miete? Da fehlt, glaube ich, irgendwo eine Null. Und auf jeden Fall muss man auch sagen, welche Bank sagt denn zu einer alleinerziehenden Mutter, weißt du was, du kannst dir 200 Euro Miete leisten, ist doch klar, dass wir dir einen Kredit geben, um dir ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Ich meine, habt ihr das mal versucht? Geht mal ohne Grundkapital zu einer Bank, die lachen euch aus, selbst wenn ihr Superverdiener seid. Da müsst ihr schon mindestens mit 150, vielleicht 200.000 Euro, je nachdem wie viel ihr wollt, erstmal ankommen und sagen, das habe ich und ich brauche noch was dazu. Wenn ihr nichts habt, dann habt ihr nichts und dann kriegt ihr es auch nicht. Aber okay, ne? Jede Partei hat weltfremde und teilweise etwas komisch wirkende Politiker in ihren Reihen. Da kann man die Hand halt auch nicht umdrehen. Und es gibt für jeden verwirrten alten Politiker einen Jungen hoffentlich, in den vielen Parteien ist es zumindest so, die nachdrängen und nur darauf warten, die Alten mit ihren komischen weltvergessenen Ansichten aufs Altenteil zu schieben. So auch bei der FDP. Ich esse gerne meine Trüffelpasta oder mein Steak. Ich finde es aber auch super, wenn du deine vegane Tofu-Wurst grillst, solange wir es uns nicht gegenseitig vorschreiben. Können wir den Graf vielleicht noch ein bisschen länger behalten, bitte? Naja, dieser junge Mann ist auf jeden Fall Alexander Steffen. Und dieser Alexander Steffen liebt Werbeclips, wie sie auch Christian Lindner produziert. Ein bisschen weniger schwarz-weiß, aber genauso viel Bullshit-Bingo. Und Alexander Steffen ist der Vorsitzende der Julis, der jungen Liberalen, der Jugendorganisation der FDP in Nordrhein-Westfalen und hat sich jetzt erst kürzlich zur Wahl gestellt und wollte in den Landtag hineinkommen.
und machte eben mit diesem Spot für sich Werbung. Dieser Spot fällt so ein bisschen in die Kategorie, es ist schon lustig, wenn man nicht direkt betroffen ist. Aber gut, wenn es euch beruhigt, zur abgelaufenen Wahl widmete auch die Zeitung, das Magazin RP Online, Alexander Steffen einen kurzen Absatz in ihrer Berichterstattung, den ich euch einfach mal vorlesen möchte. Bei der FDP wollen die Getränke nach der ersten Hochrechnung schon nicht mehr schmecken. Das grottenschlechte Ergebnis sorgte bei den Liberalen für eine Mischung aus Fassungslosigkeit und tiefer Enttäuschung. Alexander Steffen, Landtagskandidat, Vorsitzender der jungen Liberalen NRW und Ratinger FDP-Chef, hatte schnell eine Kurzanalyse parat. Botschaft? Man habe die Liberalen sozusagen als Anhängsel der CDU im Land betrachtet. Man habe keine thematische Reibung erzeugt, kein eigenes Profil herausgearbeitet. Dabei hatten wir eine Menge Potenzial, betonte Steffen, der sich nun auf seine Arbeit als Chef der jungen Liberalen und als Vorsitzender der Ratinger FDP konzentrieren kann. Oder anders gesagt, Wahl verkackt. Aber bleiben wir mal fair. Ja, die FDP wurde in NRW abgestraft und als Regierungspartner definitiv abgewählt. Aber es kann auch nicht jeder FDPler so ein glänzender Wahlsieger sein wie er hier. Abgegebene Stimmzettel 90, gültige Stimmzettel 90, Enthaltungen 1. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD, Bündnis 90, die Grünen, Drucksache 7-204. Für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7-242, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen. Ich frage Herrn Abgeordneten Kemmerich, nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an? Das ist Thomas Kemmerich. Thomas Kemmerich ist nicht nur Vorsitzender der FDP in Thüringen, nein, er war auch mal für einen Tag Ministerpräsident von Thüringen unter der Gnade von Björn Höcke. Björn Höcke, ihr kennt ihn, das ist der AfD-Politiker, den man öffentlich als Faschist bezeichnen darf. Und in Thüringen waren die politischen Verhältnisse schwierig, sodass eben die Regierung von Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten der Linken, immer so ein bisschen auf die Mithilfe der anderen Parteien angewiesen war, quasi einer Duldung angewiesen war, um eben auch vielleicht die sehr starke, in Thüringen aktive AfD, die besonders extrem unter Höcke ist, so ein bisschen zu verhindern. Und dann bei der Wahl des Ministerpräsidenten dachte sich Kemmerich, warum nicht? Ich kann mich ja mal aufstellen lassen, es wird mich ja eh keiner wählen. Und dann dachte sich die AfD, den wählen wir. Und zusammen mit CDU und AfD wählten die dann wirklich Thomas Kemmerich als Ministerpräsidenten. Und Kemmerich sogar, hat es nicht mehr abgelehnt, sondern hat dann die Wahl sogar angenommen. Die Folge war ein gewaltiges politisches Beben in ganz Deutschland und Kemmerich gab seine Ämter dann wieder auf, nach einem Tag, nachdem er ziemlich viel Druck aus Berlin bekommen hatte. Freiwillig hat er diese Ämter aber nicht so wirklich abgegeben. Aber macht euch bitte keine Sorgen um Thomas Kemmerich, denn die FDP in Thüringen wählte ihn kurz nach diesem Skandal wieder als Parteivorsitzenden und Kemmerich möchte 2024 in Thüringen wieder als Spitzenkandidat der FDP antreten. Läuft. Aber man muss halt auch sagen, die FDP ist halt einfach eine Partei des Volkes und Thomas Kemmerich kennt dieses Volk sehr, sehr gut. So nämlich auch die Freundinnen und Freundinnen von ihm in Gera, die ihn bei einer Corona-Leugner-Demo ganz persönlich begrüßt haben, wie man in diesem Clip sehen kann. Möchte ich euch noch einen Freund vorstellen, den ihr sicherlich alle kennt. Er war für einen Tag unser Ministerpräsident. Bevor ihn ein Anruf einer machtgierigen Frau aus Südafrika gestürzt hat. Für mich ist er unser einziger aktuell legitimer Ministerpräsident, Thomas Kemmerich. Hui, also wenn du solche Freunde hast, oder Thomas? Egal. Gerade während der Corona-Pandemie driftete die FDP mit ihrem libertären Weltbild immer so ein bisschen weiter hinein in das Querdenkerlager. Und auch hier bei mir vor Ort gab es einige FDP-Mitglieder und Kandidatinnen und sogar Mandatsträgerinnen, die komplett abgesponnen sind. Und zwar auf eine Art und Weise, dass man fast schon Mitleid mit ihnen haben musste. Aber auch auf der bundespolitischen Ebene gab sich die FDP immer so ein bisschen
als die Vertretung der Querdenker innerhalb der seriösen Politik. Das heißt, sie waren immer mit ihrem libertären Ansatz, der vorher hieß, der Markt darf jeden fressen, den er will, hin zu jeder darf halt alles tun, was er möchte. Und war dagegen, dass man zum Beispiel Hygieneschutzmaßnahmen einführt und dann halt auch fortsetzt. Was die Gesellschaft im Hinblick auf andere Viruserkrankungen hinzunehmen bereit ist, lassen sich schwerwiegende Freiheitseingriffe nicht mehr rechtfertigen. Zitat Ende. Deshalb, Frau Präsidentin, mein letzter Satz. Deshalb ist eine allgemeine Impfpflicht, ob ab 18 oder 60, weder rechtlich noch gesellschaftspolitisch zu rechtfertigen. Dieses politische Instrument aber, was die FDP schon sehr deutlich auch vor der NRW-Wahl als populistisches Instrument nutzen wollte, ging halt auch einfach nicht auf. Wie es auch hier im Interview mit dem Zentralrat des Bösen Karl Lauterbach nochmal deutlich macht. Wenn jemand von der Pandemiepolitik tatsächlich also Nachteile erlebt hat, dann war es tatsächlich die FDP. Ich bin nicht sicher, ob es der FDP geholfen hat, wenige Tage vor der Wahl die Maskenpflicht also wegnehmen zu wollen in den Flugzeugen oder im ÖPNV. Das sind Maßnahmen, da merkt der Bürger, hier will man populistisch noch mal kurz vor der Wahl einen raushauen. Aber die Bevölkerung will eine konsequente, schützende Corona-Politik. Also die Corona-Politik hat keine Rolle gespielt im Wahlkampf und hat dann doch eine Rolle gespielt, damit es nämlich das FDP-Wahlergebnis zu erklären, sagt Karl Lauterbach. Eine Frage noch, weil die hier gerade in der Runde auch schon aufkam. Sie haben ziemlich hart gegen die CDU ausgeteilt. Also ich muss schon sagen, also ich finde die Bild-Zeitung jetzt ohne Julian Reichelt genauso scheiße wie vorher. Was Karl Lauterbach hier aber meint, ist wirklich verheerend auch für die FDP, und das muss man sogar ganz klar sagen, weil sie nämlich hier sich als Schutzpatron der Querdenker aufspielt und zum Beispiel Regierungsbeschlüsse torpediert hat, obwohl sie selber eine Regierung ist, wo es um Hygieneschutzmaßnahmen oder zum Beispiel auch um eine normale, allgemein verfügbare Impfpflicht ging. Da stimmte die FDP gegen die eigenen Gesetzesvorschläge und ja, brachte sie dadurch zu Fall. Oder anders gesagt, die FDP, die zusammen mit der SPD und den Grünen in der Regierung sitzt, entschied sich dagegen, zusammen mit ihren Bündnispartnern zu agieren und ein gemeinsames Gesetz durchzubringen, sondern torpedierte das Gesetz, bei dem sie selber eigentlich irgendwie mit beteiligt waren. Und das war halt wirklich politisch ein sehr interessantes Harakiri-Manöver. Das Manöver aber, was die FDP da vollführte, war so plump und so durchschaubar, dass sie der FDP keine Punkte brachten. Und das hat ihnen wahrscheinlich kein Politikberater wirklich erklären können, dass, wenn die Leute eh schon solche Querdenker sind, dann wählen die nicht die FDP, sondern die wählen die AfD oder noch schlimmer gleich die Basis. Man muss aber dennoch sagen, auch wenn die FDP eine Kleinstpartei ist, die gerade mal 8% des Saarlands ausmacht, hat sie doch einen gewaltigen Einfluss auf unsere deutsche Politik, weil die FDP immer eine Partei der Lückenbüßer war. Das heißt, die FDP wurde schon immer gebraucht, um Mehrheiten herzustellen, wo dann vielleicht nur 5, 6, 7% gefehlt haben. Und dann ist die FDP reingesprungen und hat dafür halt eine absolute Mehrheit garantiert und erhielt im Austausch dafür unfassbar viel Einfluss und Mitspracherecht, die niemals in irgendeiner Form der Größe und den Wahlergebnissen dieser Partei wirklich realistisch entsprochen haben. So schaffte es zum Beispiel jetzt auch aktuell wieder in der aktuellen Regierung Christian Lindner Finanzminister zu werden und die FDP verhinderte eine Vermögenssteuer und eine Transaktionssteuer. Beim Umweltschutz drückte die FDP zudem gewaltig auf die Bremse und versuchte wirklich da richtig Tempo rauszunehmen und selbst den Mindestlohn, die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro akzeptierte die FDP nur sehr, sehr zähneknirschend. Und das alles konnte die FDP relativ stressfrei durchsetzen und umsetzen und ihr eigenes Klientel damit schützen, obwohl sie die kleinste der drei Regierungsparteien ist. Man kann also sagen, was man über die FDP möchte und sollte es vielleicht auch tun, aber für die ganzen Millionäre, Milliardärinnen und Konzerne ist die FDP wirklich einfach vernünftig, dass man denen Geld gibt, weil da bekommt man was für sein Geld. Und wenn man mal die 4,5 Millionen Euro an Großspenden 2021 betrachtet, dann muss man sagen, haben sich die ganzen Superreichen inzwischen bestimmt deutlich mehr gespart, einfach schon, dass es keine Vermögenssteuer gibt. Die FDP gibt sich als moderne, fortschrittliche Digitalisierungspartei, die nicht die Zügel in der Hand halten möchte, sondern mit den großen deutschen Einhörnern am liebsten direkt zum Mond fliegen möchte, da wo der
Wachstum und der Reichtum unbegrenzt sind. Dennoch ist die FDP auch heute noch eine Lobbypartei, genauso wie es früher war. Das zeigt ihr aktuelles Agieren gegen ihre eigene Regierungsbeteiligung. Und damit sind sie nicht besser als zu dem Zeitpunkt, als sie aus dem Bundestag herausflogen. Ach, und wenn wir schon davon sprechen, dass die FDP aus dem Bundestag herausflog, gibt es da ja noch eine nette Anekdote, und zwar, also nett ist sie nicht, dass die FDP nämlich damals, als sie aus dem Bundestag flog, natürlich ihre ganzen Mitarbeiter auch entließ. Und, naja, die Rentenversicherung, die eben da Rentenzusatzzahlungen für diese Mitarbeiter, ja, entgegengenommen hat, um die dann eben fürs Alter abzusichern, blieb auf 6 Millionen Euro Schulden der FDP sitzen, die die Partei niemals beglichen hat, von denen sie nichts wissen wollte und auch heute nichts wissen möchte. Und diese 6 Millionen Euro sorgten dafür, dass relativ viele Beitragszahler der Rentenversicherung, naja, eine Kürzung hinnehmen mussten ihrer später dann erfolgenden Rentenauszahlung. Weil die FDP Otto Normalbürger, die kleinen Menschen, so sehr liebt. Also Leute, wenn ihr später mal am Container mit Altglas steht und nach den Pfandflaschen angelt, dann erinnert euch bitte an die Worte von Christian Lindner. Probleme sind nur dornige Chancen. Was denkst du? Ist die FDP die schlimmste Partei im Deutschen Bundestag? Gibt es schlimmere Parteien? Weil, mal ehrlich, die AfD, ja, sie ist sehr, sehr nervig und ziemlich extrem. Aber sie hat relativ wenig zu melden und die FDP im Gegensatz sehr, sehr viel. Auch wenn sie nicht relevanter ist als die AfD. Ist eigentlich schon beeindruckend, oder? Schreib mir einen Kommentar, wie du das siehst und ob du vielleicht auch denkst, dass ich komplett falsch liege. Würde mich auch mal interessieren. Und natürlich wie immer gilt, wenn es dich interessiert hat, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like und ein Abo da. Und natürlich empfiehl diesen Kanal weiter, wenn es dir gefallen hat, weil du darfst nicht vergessen, der Markt reguliert sich selbst. Oh Mann. Wir sehen uns bald wieder. Bleib untot. Dein Wolfi. After all I've done, after all I've done, do you love me now? Do you love me now? After all I've said.